Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines Diest. Sie ist schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also. Onkel Tommy? Hallo? So. Was ist denn da los? Hallo Leute und herzlich willkommen, dass ihr zu meinem ersten Let's Play von The Last of Us, die Remastered Edition auf der PlayStation 4. Ja, ich bin euer Sephiroth und ja, mein richtiger Name ist Patrick. Will ich mich mal kurz vorstellen. Bin 22 Jahre alt und ja, meine Leidenschaft ist das Gaming, das Zocken. Ja, und ich wollte jetzt mal mit den Let's Plays anfangen. Ja, also ich nehme hauptsächlich mit der PlayStation 4 auf. Wenn es Exklusivtitel gibt für die Xbox One, dann werde ich auch da die Spiele zocken, so wie Quantum Break, was irgendwann bald rauskommen soll, und Wise werde ich auch zocken, aber das nach der Zeit. Erstmal werde ich mich um The Last of Us kümmern und dann kommt noch Redux, also Metro Redux, die beiden Spiele in einem halt von Metro. Okay, also erstmal jetzt The Last of Us und ja, wir sind jetzt die Tochter. Ich bin gerade die Tochter von dem einen Kerl. Und jetzt sind wir in unserem Zimmer und uns hat gerade der Onkel angerufen. Aber was das auf sich hat, weiß ich nicht, weil ich spiele es zum ersten Mal. Hab's mir früher mal ein paar Let's Plays angeschaut, aber zwischendurch so, nicht so den Anfang, also gar nicht so. Einfach irgendwo reingeschaltet, damit ich gar nicht so gespoilert werde oder so. Alles klar, was können wir hier interagieren? Dreieck. Es ist tot. Okay, das hört sich schon mal nicht gut an. Ist es etwa schon passiert? Fängt es gerade schon an mit dem Ausbruch der Epidemie? Ach, verdammt. Mit der Krankheit. Ich habe total vergessen. Oh, seine Geburtstagskarte. Lieber Papa, also schön, du bist nie da. Du hast die Musik, die ich höre. Du verachtest die Filme, die ich mag. Trotzdem schaffst du es, jedes Jahr aufs Neue der beste Vater zu sein. Wie machst du das? Alles Gute zum Geburtstag, Papst. Hab dich lieb, Sarah. So. Okay. Schön detailliertes Zimmer, finde ich. Steht halt auch Werwölfe und sowas, so wie man da sieht. Ja. Ein Sternenhimmel hat sie auch.
Gut, dann gehen wir mal weiter. Sind ja immer noch auf der Suche nach unserem Daddy. Dad? Ja, nachdem suchen wir. Kommen wir hier rein. Jo. Ah, ich glaube, hier im Badezimmer sitzt er nicht. Aber hier können wir die Zeit interagieren. Hohe Aufnahmezahlen in örtlichen Krankenhäusern. Anstieg von 300% aufgrund von mysteriösen Infektionen. Die behördliche Lebensmittelüberwachung vergrößert die Liste der kontaminierten Früchte. Riesige Rückrufaktion erwartet. Polizei, verwirrte Frau tötet ihren Mann und 3 weitere Personen. Okay, es sieht wohl so aus, als ob es schon angefangen hat. Daddy? Ist unserem Vater auch was passiert? Nee, ich glaube nicht. Der ist ja auch irgendwie auf dem, die Hauptperson eigentlich, oder nicht? Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Pandemie. Dann, wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen und, Sofort alle hier wegbringen, es tritt Gas aus. Hey, los! Es scheint, dass die Soldaten hinter mir... Wow. Was war das? Wow. Ist also in der Nähe von uns. Dad? Nicht weit von uns entfernt. Also... Es ist ausgebrochen, so wie ich sehe. Alles versinkt hier schon in Chaos. Was ist bloß los? Oh, die Polizei ist auch schon unterwegs. Aber echt nett gemacht hier. Schöne Grafik. Sein Telefon. Oh, ruft einer an, oder was? 8 Anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf an! Bin auf dem Weg. Okay, das ist doch der Onkel. Onkel Tommy. Der ist also auf dem Weg zu uns, oder wie? Ich komme heute spät nach Hause, du kannst dir Essen bestellen. Wir sehen uns morgen früh, Papa. Wo ist er? Okay. Der hat gerade einen Hund oder so erwischt. Mal sehen. Ne, sehen tue ich nichts. Außer das Ding hat sich ganz schön bewegt da hinten. Entweder ist er ganz schnell ran hergelaufen oder das hat es berührt oder es ist ein Bug. Aber ich glaube, irgendwas hat das berührt. Dann gehen wir mal hier rein. Aber hier sieht es auch nicht, so wie es aussieht. Ach, da ist er doch. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Ted, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Das sind die Coopers. Was stimmt nicht mit ihnen? Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh. Oh Gott. Jim! Dad! Jimmy, komm her! Komm her! Alles wird gut. Jimmy, ich warne dich! Nein! Geh! Du hast ihn erschossen. Sarah. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los! Los! Wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich hab da eine Ahnung. Komm, Scheiße! Geh da rein! Da ist überall Blut! Das ist nicht meins, lasst uns einfach abhauen. Scheint, sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Sowas. Sagst du mir, was passiert ist? Später. Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Sie haben abgeholt. Bevor noch was Schlimmeres passiert. Kein Handy. Kein Radio. Am besten wir flüchten sie woanders hin, wo es sicher ist. Der Sprecher ballert. Und wo sollen wir hin? Jetzt auch weg. Das Militär baut Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis County. Wir müssen so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen.
Viele sind dann gestorben. Viele, glaube ich. Die Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Haus. Ja. Großer Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Das passiert nicht nur hier. Ich glaube, diese. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man was über die Ost- und die Westküste. Herr im Himmel. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat's geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut, glaub mir. Machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey! Fahr vorbei, stop. Tommy. Stopp! Ja, wir sind jetzt so besser überlegt. Ich habe mehr gesehen als du. Und anders wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Hinter mir sind sie auch! Da, da, da! Festhalten! Fahr! Okay, hab ich doch gesagt. Irgendwie wusste ich, dass irgendwas passiert. Wenn wir die Augen hier rumrasen. Daddy? Hey! Hey! Oh, das ist das. Zurück, Kleines! Zurück! Joel! Bewegung!
Du hast Sarah! Ich bin schneller als sie! Onkel Tommy? Wir treffen uns dort! Mach schnell! Wir sind fast da! Sie kommen näher! Dad? Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Oh, hey, Polizist, gut. Helfen Sie uns! Stopp! Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Oh nein. Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß, es tut weh. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah! Kleines! Kleines, tu mir das nicht an. Bitte tu mir das nicht an. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Es war unfassbar, aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer zuständigen Quarantäne zurück. Schon seit 3 Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Ich komme. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich 2 Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber...
Keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur zwei Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Wow. Also nach 20 Stunden, nach 20 Jahren und nach diesem tragischen Vorfall mit seiner Tochter sieht er echt mitgenommen aus und ja, man sieht schon, dass er älter geworden ist. Graue Haare hat er schon gekriegt. Und ja, irgendwie machen die krumme Geschäfte da mit Pillen oder sowas und irgendwie haben die auch keine Hemmung, Leute umzubringen. Ja, und so wie es aussieht, ist das hier so eine Art Quarantänezone jetzt, wenn die schon so reden mit Area 5 und sowas. Und da oben gerade haben wir ja gesehen, da war ein Soldat. Also ich denke, das ist alles hier so eine Quarantänestadt jetzt geworden, wo jetzt die Leute alle untergebracht wurden. Ich denke, es ist ja noch nicht vorbei, das Ganze. Sonst müsste hier ja nicht mit Nahrungskarten und sowas sich das sich besorgen und sowas. Ja, Leute, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, müsst ihr einfach in der nächsten Folge wieder dabei sein, wenn es heißt The Last of Us. Ich sage ciao.